Hallo, herzlich willkommen zum zweiten Video, in dem ich die Karten von Journey to Un'Goro besprechen möchte und ein bisschen bewerten möchte. Heute soll es um die 11 Karten gehen, die gestern im Livestream schon vorgestellt worden sind. Ja, und fangen wir am besten gleich direkt an. Wir beginnen mit Tortolien Shellraiser, ist eine 4-Mana-Priesterkarte. 2-6 sind die Werte, hat Taunt und als Death-Rattle gibt man einen befreundeten Minion plus 1 plus 1. Ja, das Ganze passt natürlich ganz gut in einem Control-Deck rein. Ja, aufgrund natürlich des Taunts und die Karte hat ja auch, es hat auch immer eine Value-Karte, weil es von der Gesamtmenge an Werten ist es ganz gut. Wenn man es aufs Board packt, ist es aber auch erstmal ein Tempoverlust, weil die Werte nicht so überragend sind. Naja, also es ist eine Karte, die in Control-Decks reinpasst, die ganz gut ist, auch gegen aggressive Decks. Um da frühzeitig sein eigenes Leben zu schützen und auch ja, natürlich auch dem gegnerischen Board was gegenüberzusetzen. Zwei Angriffe ist natürlich jetzt nicht so überragend, gerade in Runde 4, wo die gegnerischen Minions schon mehr Lebenspunkte haben können und dementsprechend vielleicht das Ganze auch einfach so wegtraden können. Auch natürlich ist nicht gesichert, ob der Death Rattle auf ein anderes Minion. Klappt, wenn man keins auf dem eigenen Board hat. Wenn der Gegner einen so unter Druck setzt, dann bringt das nichts. Ja, aber generell, wenn man so kontrolllastig spielt und auch mit sehr vielen Agro-Decks zu tun hat, dann ist das hier natürlich eine gute Karte, die da reinpasst. Dazu muss man sagen, dass die Karte auch zu der neuen Quest dazu passt. Ich bin zwar immer noch der Meinung, dass es nicht wirklich die beste Quest ist. Ich habe es ausgeführt. Es gibt nicht genug gute Death Rattle Minions. Das ist so eine Karte, dass wenn man diese Quest wirklich spielen möchte, dann würde die Quest eigentlich diese Karte ganz gut reinpassen, weil es noch eine ganz solide Death Rattle Karte ist. Und es ist auch eine Control-Karte durch den Taunt. Das ist auf jeden Fall nicht schlecht. Auch gut, wenn man Nozor spielt, dann kriegt man ja auch ein Minion mit Taunt aufs Board, was auch nicht gerade unwichtig ist. Und dementsprechend kann es sein, dass das in dieser Art von Deck auftauchen kann. Insgesamt finde ich jetzt die Karte nicht allzu stark. Aber ja, in diesem speziellen Fall, wenn man dann wirklich die Quest spielen möchte und auch aufgrund der Mangel von anderen richtig guten Death-Rattle-Karten, kann das durchaus sein, dass diese Karte gespielt werden. Ja, in Arena. Ja, es ist ein bisschen schwer, wirklich schwer zu sagen, wie sich die Arena entwickelt. Wenn es noch eine Tempo-Geschichte wird, da muss ich sagen, ja, auch selbst wenn man hier ein bisschen Tempo verliert, glaube ich schon, dass der das 6 Leben auch in Runde 4 schon etwas ist, womit der Gegner nicht so schnell umgehen kann, sodass man in der nächsten Runde was spielen können sollte, sodass man zumindest den Death Roll bekommt und denn der Buff ist dann nicht verkehrt. Von den Value, was man herbekommt, ist es ganz okay. Dazu ist es an sich auch nicht verkehrt, auch später im Late Game noch irgendwie einen Taunt zu haben, für den Fall, dass man schwächere Minions beschützen möchte oder man hat erst sehr spät das Board übernommen und muss jetzt halt sein eigenes Leben dann schützen. Also von daher von meiner Meinung nach durchaus solide Arena-Karte, die ganz gut spielbar ist. Das nächste ist Lakari Sacrifice. Das ist die neue Hexenmeister Legendary Quest-Karte, die wir haben. Und ja, die Quest lautet Discard 6 Cards. Also 6 Karten müssen abgeschmissen werden durch halt die verschiedenen Karten, die wir dazu ja haben. Und als Belohnung bekommt man Nether Portal und das Ganze sieht so aus, kostet 5 Mana und es öffnet ein Portal, was auch dann den Platz für den Minion auf dem Board einnimmt. Das Portal kann nicht zerstört werden, es bleibt immer da und am Ende der Runde werden immer 2 3-2-Imps aufgerufen und das ist schon doch eine ganze Menge. Als erstes muss ich noch mal kurz dazu sagen, dass ich im letzten Video oder an der ersten Videos vermutet habe, dass sich hinter den Quests nur Minions verbergen. Ja, jetzt haben wir aber die Bestätigung, dass es nicht nur Minions sind, sondern dass es auch hier
Das ist auch quasi Spells sind und das finde ich auch eine ganz gute Sache, dass man ein bisschen Abwechslung hat. Das hört sich im ersten Moment erstmal extrem gut an, wenn man sich überlegt, was die Karte macht für 5 Mana, also so ein Portal aufrufen. Direkt am Ende kriegt man schon Minions drauf. Und das passiert immer wieder. Das Portal kann nicht zerstört werden. Bis zum Ende des Spiels kommen immer 2, 3, 2 Imps aus Bord. Das kann man nicht unterschätzen. Und wenn das Ganze für Pfunden so bleibt, muss man sich mal überlegen, was da für Value rauskommt. Das ist schon enorm und es sieht sehr lukrativ aus. Ist es anwendbar? Ah, das bleibt, glaube ich, noch mal ein bisschen abzuwarten, auch wenn es sehr gut aussieht. Ich sehe da zwei Probleme mit drin. Zum einen ist die Quest an sich ist erstmal, ja, man verliert Tempo, weil man dieses eine Mana am Anfang investieren muss und erst sehr spät dann die Belohnung bekommt. Ja, und gerade dieses eine Mana in tempoorientierten Hexenmeister-Decks ist schon ziemlich wichtig. Und dazu gibt man natürlich auch noch eine Karte auf, dass man auch nicht vergessen darf. Die Option, die man hat, auch zum Beispiel, dass man eine gute Curve trifft, wird dann geringer. Also man verliert tempomäßig ist doch einiges da drin. Deswegen ist hier die Frage, ob das wirklich gut genug ist für tempoorientierte Decks. Und für kontrollorientierte Decks ist das Problem, dass man sechs Karten abschmeißen muss, was eine Menge ist. Im Kontrolldeck möchte man eigentlich ja viele Karten haben, um viele Antworten zu haben. Natürlich ist es dann gut, auch so viel Value zu produzieren. Ja, also das ist natürlich eine sehr gute Value-Karte. Das möchte man, es wäre natürlich genial in so einem Kontrolldeck, aber da so viele Karten abzuschmeißen, ist doch schon, das tut schon weh. Ja, dazu muss man natürlich wie immer das Deck dementsprechend anpassen, dass man halt viele von diesen Karten aufnimmt. Frage ist auch, wann hat man es denn letztendlich erfüllt? Und naja, also ich denke, im Rang Control Deck ist es wirklich, das passt nicht mit dieser Discard-Mechanik zusammen. Es gibt ja den Discard-Lock, der eine Zeit lang auch recht erfolgreich war, sogar in Tournaments gespielt worden ist. Und da ist halt auch wirklich das Problem, was ich gesagt habe, diesen Tempoverlust am Anfang möchte man eigentlich nicht haben, ist schon schwierig. Allerdings ist es natürlich gut, wenn man die Karte quasi als Backup dann irgendwann bekommt, sodass, wenn am Anfang dann irgendwann der Saft ausgeht, man immer wieder dann Minions bekommt, die dann aufs Board hauen werden. Das Deck ist ja auch so aufgebaut, dass man anfangs möglichst viel Boardkontrolle haben möchte. Und wenn ich mich nicht ganz irre, geht es halt nicht komplett die ganze Zeit ins Face drin, sondern es geht auch ein bisschen Zulike, dass man erstmal ein bisschen sich um die Boardkontrolle bemüht. Und dementsprechend, wenn man das dann auch in Runde 8, 9 so eine Karte dann bekommt, ist es dann auch noch nicht unbedingt zu spät. Und ja, man hat immer noch irgendwas, womit man den Gegner dann unter Druck setzt. Und das kann doch schon sehr hilfreich sein. Ja, wie gesagt, ein bisschen schwer einzuschätzen. Es kann sein, dass man natürlich auch ein bisschen dann halt von dem Discard-Lock, so wie er ist, ein bisschen davon abweicht und eine etwas langsamere Variante wählen wird. Und da hilft uns ganz gut dann die nächste Karte, die wir uns anschauen würden. Das ist der Lakari Fellhound, eine 4-Mana 3-8er Dämonenkarte. Also sehr, sehr gute Werte für 4-Mana. Hat auch noch Taunt dazu. Arbeitsverse Cry muss man natürlich zwei Karten rausschmeißen. Hat natürlich zum einen den Vorteil, dass man dann bezüglich der Quest näher zu seinem eigentlichen Ziel kommt. Und an sich ist das auch ein ganz schöner Tempogewinn erstmal, den man dann hat, dadurch, dass man halt eine Karte mit insgesamt 11 Werten für 4 Mana, dazu 8 Leben und Taunt. Das muss der Gegner auch erstmal dann vom Tisch räumen. Das denke ich, passt da auch ganz gut rein, um, wie gesagt, vielleicht auch noch ein bisschen Zeit zu gewinnen, ein bisschen nicht zu sehr aufs Face zu gehen, sondern ein bisschen mehr sich um die Boardkontrolle zu kümmern. Sodass man dann auch später dann ja noch in einer guten Board-Position ist, wenn man dann letztendlich dann das Value kriegt von der von der Quest. Ja, an sich denke ich, ist das Minion eigentlich ganz nett. Passt sehr gut dann rein in so ein Deck, was sich dieser Quest anpassen würde. Könnte mir allerdings auch vorstellen, dass das auch in
ja, generell auch in das Cardlock nicht verkehrt ist. Allein schon frühzeitig so einen großen Taunt zu spielen, hat natürlich den Vorteil, dass man andere wichtige, starke Minions beschützen kann, sodass der Gegner dann, wenn er die vom Tisch rauben will, ja, wirklich schon Hard Removals einsetzen muss, also irgendwelche Spells. Und ja, der sehr viele Ressourcen dafür aufgeben muss. So ein Darkshire Councilman, der hat nur mal 5 Leben, den kriegt man nicht so schnell vom Tisch geräumt. Da müsste man dann schon einen Fireball draufhauen als Magier, um den wegzuhauen. Und wenn man den auf 3 spielt und auf 4 dann den Lakari fellhauen, dann gibt man dem Darkshire Councilman genügend Zeit, um sich da durchaus gut zu entfalten und auch den Melkasar der auch wirklich sehr wichtig ist für diese Art von Deck. Das ist auch ganz gut, wenn du das auf 5 spielst zum Beispiel, du hast ihn gleich geschützt, abgesichert, ein dickes Minion ausbaut und kriegst sogar noch 2 Karten dann wieder gezogen. Also das macht das Ganze doch noch ein bisschen interessanter, ein bisschen langsamer. Aber wirklich sehr gut, um frühzeitig auch ein starkes Board aufzubauen. Und ja, bin mal gespannt, wie das dann passen wird. Und ja, wie gesagt, ich hatte vorhin schon gesagt, bei der Quest hat man am Anfang ein bisschen den Tempoverlust und eigentlich möchte man kein Tempo aufgeben. Und das kann vielleicht mit dieser Karte ein bisschen dadurch kompensiert werden, dass man durch so eine recht starke Karte dann doch die Möglichkeit hat, nachträglich dann sein Board ein bisschen weiter besser zu entwickeln, auch wenn man vielleicht den Anfang dann verschlafen hat. Bin ich mal sehr gespannt, wie das sich weiterentwickeln wird. Noch zur Arena, kurz zu der Quest, das ist nichts, weil man einfach nicht so viele Discard-Minions hat. Und hier das Minion, ja, es tut schon weh, 2 Karten zu verlieren, definitiv. Allerdings so frühzeitig so ein Minion aufs Board zu bringen. Es wäre ein bisschen besser, wenn man ein bisschen mehr Angriff hätte, um auch andere Vordrops vom Gegner dann da gut traden zu können. Deswegen denke ich auch nicht, dass es zu stark ist, aber ich denke schon, dass es eigentlich eine ganz gute Arena-Karte ist, weil es einfach den Gegner auch für eine relativ lange Zeit erstmal außer Gefecht setzt, also in der Form, dass er einfach selber nicht die Initiative nehmen kann, dass er sich nicht die Trades ausruhen kann, sondern dass man selber dann mehr die Initiative tragen kann. Und genau. Gut, kommen wir zu Elise the Trailblazer, 5-5-5, neutrale Legendary-Karte. Und als Battle Cry wird ein verschlossenes Ungoro-Pack in das Deck reingeschleust. Das Ganze sieht so aus. Das würde man dann irgendwann im Laufe des Spiels dann ziehen. Kostet 2 Mana und man bekommt dann 5 Karten aus dieser Erweiterung in die eigene Hand wirklich direkt rein. Das geht natürlich schon so ein bisschen in die Richtung der alten Elise Star Seeker. Es war natürlich ein bisschen anders. Da hat man die eigenen Karten, die man auf der Hand hat, nochmal dann ausgetauscht gegen andere Karten, um am Ende des Spiels dann noch mal ordentlich Value zu bekommen, wenn man in einem Control-Matchup ist. Und auch hier spielt man diese Karte und kann später dann auch noch ganz gutes Value bekommen. Ja, weil es halt hauptsächlich um Value geht, ist es eine Karte, die in Control-Decks reingehört, meiner Meinung nach. Auch Spiele angelegt, die auch relativ lang dauern, weil man ja auch erstmal die Karte ziehen muss, spielen muss und dann später auch die andere Karte ziehen muss. Wenn man jetzt gegen aggressive Decks spielt, wird man eigentlich gar nicht so weit kommen. Also ich meine, wenn man selber aggressive Decks spielt oder Midrange Decks, dann wird man vielleicht gar nicht erst dahin kommen und dann hat man einfach nur den Tempoverlust von dieser Karte und das macht keinen Sinn. Also dementsprechend ist es eine Kontrollkarte und auch besonders dann in Control-Matchups ganz gut. Aber auch ja, in einem Midrange Deck auch nicht zu schlecht von den Werten her, ist es halt wirklich nicht Bombe, aber auch noch durchaus okay. Und ja, wenn man das Pack dann wirklich zieht, also für 2 Mana 5 Karten zu ziehen, ist echt nicht schlecht. Und man muss dazu sagen, das ist auch wichtig, dass man das nicht vergisst. Es sind nicht einfach nur
Also das Pack ist anders als die, die man normalerweise öffnet, sondern die Wahrscheinlichkeiten, dass da gute Karten drin sind, ist doch wesentlich erhöht. Also es ist mindestens eine epische Karte drin und ich meine gelesen zu haben, mit einer 25% Wahrscheinlichkeit ist auch mindestens ist dann auch ein Legendary mit drin. Das bleibt wirklich mal abzuwarten, wie viel Value man da wirklich rausbekommt und wie gut das Ganze ist. Man muss dazu sagen, was auch das Ganze interessant macht, ist, man kann Karten von anderen Klassen bekommen. Da können ziemlich gute Situationen entstehen, weil die Frage ist halt, wie konsistent ist das? Ist halt doch schon eine ziemlich krasse RNG-Karte. Grundsätzlich denke ich aber, dass auch wenn es RNG ist, dass man überlegt, was man aufwenden muss. Also 5 Mana 5, 5 für eine Karte. Also ein bisschen Tempoverlust zwischendurch und dann für 2 Mana 5 Karten ziehen. Das ist schon ziemlich gut. Und deswegen denke ich, kann man die auch ganz gut in einem Control-Matchup benutzen. Ob es jetzt wirklich dann schafft, in ein Control-Match in einen Control reinzukommen, bleibt mal abzuwarten. Die Stärke, wie vielleicht die Starseeker, hat es nicht unbedingt, da man dort ja meistens dann noch relativ volle Hand hatte und vielleicht auch das ganze Deck noch geändert worden ist. Auf der anderen Seite kann man natürlich auch früher davon partizipieren. Ja, wenn man jetzt früher Elise gespielt hat, achso, es hat natürlich erstmal wesentlich länger gedauert, bis man den Affen gekriegt hat. Aber da muss man halt auch abwarten im Moment, wann spiele ich den Affen. Und hier, wenn man das Pack kriegt und man hat genug Platz auf der Hand, kann man das frühzeitig schon spielen, muss da nicht abwarten. Man verliert seine eigenen Karten nicht und das kann nicht allzu schlecht sein. Also ich denke schon, dass es durchaus das Potenzial hat, da in Control-Decks mit reinzukommen. In Arena würde ich es auch nicht zu schlecht bewerten. Da wirklich für 2 Mana halt 5 Karten ziehen ist halt auch top, auch wenn es halt nicht so überragend ist. Es gibt halt auch andere Karten, die so randommäßig, wo man Karten bekommt, wo die halt nicht unbedingt gut sind und die trotzdem viel gespielt werden. Also, und ja, 5 Mana für 5 finde ich, ist wirklich okay. Ne? Wenn es halt wirklich sehr tempolastig ist, sehr aggressiv ist, die Meta in der Arena wird es halt ein bisschen schwieriger, weil man halt das Value erst wesentlich später bekommt. Aber doch, denke ich, auch durchaus spielbare Karte in der Arena. So, dann kommen wir noch zu, was ist noch? Also ich habe noch mehrere. Zu Golaka, Crawler, 2 Mana, 2, 3 Beast und als Battle Cry wird ein Pirat zerstört. Und der Crawler bekommt nochmal plus 1 als kleines Bonus obendrauf. Ja, sehr, sehr interessante Karte. Die letzte Meta, die wir hatten, ist ja sehr stark von Piraten dominiert worden. Also, wir hatten den Pirate Warrior, aber auch im Schaman oder auch im Schurken. Sind halt auch Piraten, wenn auch nicht ganz so viele, mit enthalten, die ja fürs Early Game vorhanden sind oder um anderweitig dann da ja auch sehr aggressiv spielen zu können. Und das war natürlich für viele ein Dorn im Auge, wurde durch die Nerfs ein bisschen abgeschwächt, aber trotzdem sind die noch sehr präsent. Und ich denke, diese Karte ist ja, ist auf jeden Fall definitiv ein Counter zu Piratendecks und auch eine, die es schaffen könnte, dann in Decks reinzukommen. Also ist natürlich eine Tech-Karte, wie so viele andere auch. Harrison Jones, Kazan Mystic und Eater of Secrets. Einige schaffen es rein, das ist halt immer abhängig von der Meta. Ja, Harrison Dorn wird manchmal gespielt, Kazan Mystic wurde eine Zeit lang damals gespielt, eine Zeit lang mal wieder nicht. Und ja, also diese Karte wird definitiv da den Piratendecks ein bisschen zu denken geben und da bleibt dann halt mal abzuwarten, wie stark die vorhanden sind, wie stark es Nachteil ist, eine Karte in ein Deck reinzunehmen, die halt gegen ein Nicht-Piraten-Deck natürlich schwach ist, aber natürlich gegen ein Piraten-Deck extrem gut ist. Also wenn man das wirklich mal sieht, wie gegen ein Piraten-Deck, man kann frühzeitig das schon auf 2 spielen, um dann sein Early Game zu zerstören und hat gleich ein 3-4 auf dem Board. Das ist schon krass.
Oder wenn man es sich erlauben kann, kann man sogar noch warten und dann höherwertigere Piraten mit rausnehmen. Oh, mir fällt jetzt der Name nicht ein, aber zum Beispiel dieses 3-Manner, 3-4 Pirat zum Beispiel. Also wenn man das irgendwie mit dem Crawler kaputt gemacht bekommt, das ist so ein krasser Temposwing, den man da hat. Das in dem Moment kann es schon sein, dass das Piratendeck an sich schon verloren hat. Der Pirate Warrior vielleicht noch nicht ganz, weil er noch viel Waffen hat und sehr stark auch sehr face geht, aber also es ist zumindest ein ziemlich harter Rückschlag. Und dementsprechend wird diese Karte auch, denke ich, reingetecht, wenn Piratendecks noch weiterhin eine Rolle spielen werden. Wie lange sie eine Rolle spielen werden, ist natürlich auch immer abhängig von der Karte. Also es wird sich wahrscheinlich dann irgendwann dann mal, es wird immer so ein Hin und Her geben. Also es ist eine Zeit lang wird viel Piraten gespielt, dann kommt diese Karte wieder auf, dann gehen die Piratendecks zurück, dann wird diese Karte wieder zurückgeschoben, dann kommen wieder Piratendecks auf. Also es wird so ein ewiges Hin und Her, was wir da haben. In Arena denke ich durchaus solid, allein schon von den Werten, solider Zwei-Mana-Karte. Und Piraten zu zerstören wird jetzt nicht allzu oft passieren. Allerdings ist durchaus die Möglichkeit vorhanden, dass das passiert. Wie gesagt, allein von den Werten her kann man das nehmen. Plus einen eventuellen positiven Effekt, der sogar ziemlich gut sein kann. Also ja, es reicht ja nur, wenn er mal den 2-3-Pirat spielt und ich spiele den Kollegen und habe einfach mal in einer Runde seinen Minion zerstört und habe einen 3-4er gespielt. Also das ist so ein krasser Tempo Wechsel schon am Anfang des Spiels. Das sollte man auch nicht außer Acht lassen. Ja, meiner Meinung nach ist das eine Karte, die ja, die durchaus auch über den Durchschnitt ist für einen Tulip. Ja. Ja, weiter geht's mit dem Tar Creeper. 3-Mana 5, 1-5er Karte hat Taunt und während der Runde des Gegners erhöht sich der Angriff dann nochmal um 2, also auf 3. Ja, und das Ganze ist ein Element. Inwieweit dieser Elemental Tech eine Rolle spielt, ist noch nicht abzusehen, da wir noch keine anderen Karten haben, die Synergien mit Elemental haben. An sich muss ich aber sagen, ist die Karte sehr gut für Kontrolldecks geeignet, die ja, frühzeitig sich gegen sehr aggressive Decks schützen möchten. Weil es ist natürlich eine Karte, die selber nicht sehr gut dafür geeignet ist, selber den Trade zu machen, weil ich nur mit einem Angriff angreifen kann. Das macht meiner Meinung nach nur Sinn, wenn ich ein Minion angreife, was nur noch ein Leben hat oder andere sehr schwache Tokens, die vielleicht auch gar keinen Angriff haben. Oder ansonsten muss man halt an die Face gehen. Also selber kann man nicht sehr viel mit reißen. Auf der anderen Seite, ja, wenn denn der Gegner dann angreift, muss er dann halt durchkommen und dann hat das Ganze 3 Angriff und dann tut das auch schon weh. Und frühzeitig so einen Minion aufs Board zu bringen, ist schon ganz ordentlich. Wir hatten einige Control-Decks haben wir den Second Raid Bruiser gespielt, der auch auf 3 gespielt werden kann, der dann in dem Moment ein 4-5er Minion ist, also noch ein bisschen stärker. Allerdings hat er natürlich die wesentlich krassere Bedingung zu erfüllen. Und ja, warum auch nicht diese Karte noch als zusätzliche oder dazu nehmen. Gerade wenn man dann vielleicht auch Highlander Decks spielt ohne Duplikate, dann nimmt man nicht nur den Second Raid Bruiser, sondern den Tar Creeper auch dazu. Also ich denke, in einem Control Deck macht das, gerade wenn man das Spiel wirklich ins Late Game ziehen möchte, weil man da seine Stärke dann hat, denke ich, ist das eine sehr gute Karte, die auf jeden Fall erstmal mit sehr aggressiven Decks frühzeitig schon vor eine Herausforderung stellt. Ja, und die Tatsache, dass man selber vielleicht nicht so agil ist, dass man selber die Trades machen kann, ist dann auch nicht wahnsinnig so schlimm. Ermöglicht einen aber auch ein bisschen geschützt durch diesen Creeper, dann auch erstmal dann ein paar Minions dann selber aufzubauen, wo man dann den Gegnern nicht die Möglichkeit gibt,
da gute Trades zu machen, sodass man dann selber dann vielleicht irgendwann später dann eigene gute Trades machen kann. Und ja, wie gesagt, mehr dann auch vielleicht für Decks, die dann, denen es auch egal ist, ob man am Anfang dann viel Schaden verursacht oder sonst was, sondern die eigentlich erstmal am Anfang nur überleben wollen, um dann später ihre richtig guten Karten spielen zu können. Das könnte zum Beispiel ein Ramp Druid sein, ja, oder wie gesagt, auch Highlander Decks. Und ja, gefällt mir eigentlich ziemlich gut die Karte. Ich denke ja auch in Arena ist das eine ganz nette Karte, wenn man sieht, dass man das auf On Curve spielt. Egal, was der Gegner am Anfang gemacht hat. Also wenn man ihn auf 3, ein 3-5er davor setzt, dann wird ihn das erstmal ein bisschen vor ein Problem stellen. Wenn man selber jetzt also die Ballkontrolle hat, ist das vielleicht jetzt nicht der stärkste Play, aber man kann halt geschützt von dem Tar Creeper dann andere gute Minions entwickeln. Und das ist auch eine Sache, die man auch in Arena nicht unterschätzen sollte. Also auch Public Defender für den Warrior mit 0,7 ist meiner Meinung nach nicht die allerschlechteste Karte, weil es einen selbst nach einem verschlafenen Start, oder was heißt verschlafenen Start, das reicht ja nur, wenn man vielleicht auf 1 nicht spielt und der Gegner schon ein, zwei Minions hat, da eine Möglichkeit hat, erstmal was gegen aufzubauen und da ja, sein eigenes Board zu entwickeln. Ja, dementsprechend gefällt mir das auch für Arena sehr gut. Und ja, auch gerade wenn man ein bisschen zurück ist, aber selbst wenn man vorne ist, ist es auch nicht allzu wild. Dementsprechend denke ich, ist das eine ganz gute Arena-Karte. So, Dino-Size, 8-Mana-Paladin-Karte und setzt von irgendeinem Minion, egal welches, das Leben und den Angriff auf 10 hoch. Anwendungsmöglichkeiten, klar, wenn ich natürlich ein Minion auf dem Board habe, kann ich das da draufhauen. Und entweder kann ich damit den Gegner überraschen und einfach direkt Face gehen. Oder ich kann halt ein Minion damit traden und habe danach noch ein ziemlich starkes Rest-Minion, sage ich mal, auf dem Board. Ja, man kann das Ganze auch mit einem sehr günstigen Charge-Minion in Verbindung bringen. Dann hat man eine Zwei-Karten-Kombo für. Man kann das Wildschwein nehmen. Dann hat man für 9 Mana Zwei-Karten-Kombo einen 10er mit Angriff, der dann auch Face gehen kann. Das ist an sich nicht zu verkehrt. Es ist natürlich dumm, wenn man immer dann. Ja, man zwei Karten aufwenden muss und man hat dann halt auch nur ein Minion drauf. Ja. Ich glaube, die Stärke der Karte ist, wenn ich wirklich noch so einen Silverhand Recruiter habe auf dem Board und der überlebt dann und in der nächsten Runde kann ich dann die Karte spielen, sodass ich dann mit der Karte dann ja entweder Richtung Face gehen kann oder aber ich kann dann ein anderes sehr großes Minion wegtraden und habe dann immer noch ein starkes Minion auf dem Board, sodass dann im Endeffekt diese Karte dann 2 zu 1 tradet. Die Tatsache, wenn ich einfach ja erst den Silverhand spiele und den Dinosaur in einer Runde drauf spiele, ist es auch nicht zu verkehrt, aber im Grunde genommen habe ich dann halt 10 Mana für ein 10-10 Minion ausgegeben und das ist halt nee, ist eigentlich nicht gut. Ja. Genau. Und ich denke auch wirklich, Silver und Recruit sind eigentlich auch die besten Karten, auf die man anwenden sollte. Wenn ich ein anderes Minion habe und das draufpacke und dann ein Mega-Minion rausmache, ja, dann braucht der Gegner nur einen Removal und hat dann halt quasi zwei Karten von mir mit einer Karte geschlagen. Ja, ich bin so ein bisschen skeptisch, einfach weil es auch einfach extrem teuer ist. Also, es ist eine sehr teure Karte und die Anwendbarkeit ist mir nicht so ganz klar. Also, klar, es gibt Situationen, wo man das ganz gut ausnutzen kann, aber dass man das irgendwie so konsistent dann eine gute Sache rausbekommt, ist mir irgendwie nicht klar. Also, wenn überhaupt, vielleicht noch diese Geschichte mit dem Wildschwein plus dann. Ja, diese Karte, dass man dann halt direkt ins Face geht für 9 Mana, 10 Stück, den Gegner damit ein bisschen überrascht. Aber ich glaube, das ist so eine Karte, die wir eigentlich nicht sehen werden. In der Arena würde ich die Karte ein bisschen stärker einschätzen. Da
ja, ich halt auch, wie gesagt, immer die Möglichkeit habe, dann Seven Recruit auf 10 dann mit dieser Karte zum 10er-Minion zu machen, was nicht das Beste ist, aber es ist halt so eine Art Worst-Case-Geschichte. Und dafür gesehen ist es noch ganz in Ordnung. Ist aber auch eine Sache, die natürlich auch sehr, sehr spät erst kommt. Und ja, natürlich ist es so, wenn ich nichts habe und der Gegner Bordkontrolle hat, dann ist es aber auch wirklich bis Runde 10 erstmal eine verlorene Karte. Wenn es ein Minion gewesen wäre, hätte ich schon auf 8 spielen können. Hat alles seine Vor- und Nachteile. Ja, wenn ich dieses Silver gut habe und ich kann den in Runde 8 auf 10-10 buffen, dann ist das quasi auch Charge, was ich dem gebe. Und das ist schon ordentlich. Das ist, dementsprechend ist ja auch Blessing of Kings eine ganz gute Karte, auch gerade in der Arena. Hier ist es aber so, dass aufgrund der hohen Kosten ist es meiner Meinung nach ein bisschen zu riskant, das mit aufzunehmen. Und würde ich auch sagen, ist in der Arena nicht unbedingt eine gute Karte. Also würde ich unter den Durchschnitt ansiedeln. Dann haben wir ja Arcanologist, 2 Mana 2-3 und das Battlecry zieht man ein Secret aus dem eigenen Deck raus. Ja, wenn man Secrets hat in seinem eigenen Deck, ist das quasi ein 2-Mana-Minion mit durchschnittlichen Werten und ein Card Draw. Das an sich ist eine ziemlich gute Sache. In einem Secret-Deck denke ich, kann es generell nicht schaden, wobei man da vielleicht auch sowieso schon immer relativ viele Secrets zieht und es dann irgendwann später ein bisschen komisch sein kann, wenn die Hand, die ganze Hand voll mit Secrets ist. Aber trotzdem ist ja der Effekt an sich halt Karte ziehen und 2 Mana 2-3 halt schon eine ganz gute Sache. Also ich denke, dass auch in Secret Decks diese Karte gespielt werden kann. Und auch so ansonsten in sämtlichen anderen Decks, die vielleicht ja in Summe 2 oder 3 Secrets spielen. Und bei denen es auch ganz interessant ist, diese zu bekommen. Also sei es in einem Freeze Mage, den wir jetzt der erstmal nicht mehr, den es erstmal nicht mehr geben wird, weil Icelands wegfällt. Ja, in einem Freeze Mage zum Beispiel, dass man da dann Iceblock zieht oder generell in dem Control Deck, dass man dann da Iceblock zieht. Genau, leider hat man dann keinen Reno Jackson mehr. Das wäre natürlich genial in einem Reno Jackson Deck, wenn man diese Karte dann auch noch spielen kann, sodass man dann Iceblock dann mit einer wesentlich höheren Wahrscheinlichkeit kriegt. Aber vielleicht macht es dann, vielleicht haben wir noch andere Heilungskarten, die sehr gut sind, oder man benutzt dann Alexstrasza oder sowas, keine Ahnung. Ja, also in allen Decks, in denen Secrets dann vorkommen und auch eine gewisse Rolle spielen, denke ich, ist das also durchaus eine relativ starke Karte, die man hier hat. Ja. In Arena, ja, Standardwerte allein schon. Und wenn ich denn Secrets in meinem Draft habe, sobald ich eins habe und ich kann das ziehen, ist das meiner Meinung nach auch eine ganz gute Sache. Also, es ist ein Card Draw. Da kann man sich echt nicht beschweren. Also meiner Meinung nach ist das eine gute Arena-Karte. Also im schlimmsten Fall ist es halt ein 2 Mana 2-3 und das ist halt das ist okay. Und im besten Fall ziehe ich halt noch eine Karte. Also, ja, meiner Meinung nach gute Arena-Karte. Also lässt sich nicht viel dran, nicht, lässt sich nicht dran viel dran schütteln. So, kommen wir jetzt hier zu einem vielleicht die besseren Karte, aber auf jeden Fall interessanteren Karte. 7 Mana Swamp King Red. 9-9 an Werten, also relativ ordentlich. Es ist Beast und after your opponent plays a minion, attack it. Also immer wenn mein Gegner ein Minion spielt, ja, wird diese Karte, obwohl es nicht meine Runde ist, wird diese Karte dann das Minion direkt angreifen. Das kann dazu führen, dass ich meinen Gegner davon abhalte, ein eigenes Board zu entwickeln. Ja. Und dass er auch in die Situation kommt, dass, naja, wie soll ich sagen, also ich könnte zum Beispiel, wenn ich ein sehr großes Minion spiele, kann der Gegner das ein bisschen kontern, indem er einfach sehr viele kleine Minions spielt, weil ich nicht jede Runde jedes einzelne Minion angreife. Oder ich kann ja nur jede Runde nur ein Minion angreifen. Hier ist es aber so, ich spiele das Minion und es hat sehr, sehr viel Angriff. Und ich muss das quasi, ich kann so lange kein Minion spielen, bevor das Ding tot ist, bevor ein Minion überlebt. Und das ist halt schon eine krasse Sache, mit der man da konfrontiert ist, wenn man gegen diese Karte spielt.
Der Vorteil, den man dann hat, ist, also was man dann dazu sagen muss, also man muss quasi gegen das Minion traden. Ja, man kann es nicht ignorieren. Außer man hat jetzt nur noch Spells und geht dann nur noch Face, aber das lassen wir jetzt mal sein. Also das ist schon irgendwie eine ganz krasse Sache, die da abläuft und es kann den Gegner massiv unter Druck setzen. Auf der anderen Seite kann aber auch, wenn es jetzt vielleicht in der Kontrolle ist und man würde eh früher oder später traden, kann man dann selber entscheiden, gegen welche der eigenen Minions dieser Kollege traden soll. Und ja, derjenige, der diese Karte spielt, hat ja halt keinen Einfluss darauf, gegen was das tradet. Und das kann wiederum ein Vorteil sein. Genau, und das ist nämlich auch ein der Nachteil. Ansonsten würde man denken, oh, 7,99 ist an sich schon von den Werten her ganz gut. Und dann so eine Sache, die den Gegner unter Druck setzt. Es hat halt auch noch einen Nachteil. Und der ist halt nicht gerade unrelevant. Und zwar kann man natürlich diese giftigen Minions spielen. Die Cobra zum Beispiel, die wir haben. Snitpack ist nicht mehr drin. Pit Snake ist nicht mehr in Standard drin, aber alle diese Minions, die diese Eigenschaft haben. Und ja, da spiele ich halt so eine Cobra für 3 Mana. Zwinge dieses Minion anzugreifen. Das Minion nimmt Schaden und aufgrund der, das heißt, mit der Poisonous-Fähigkeit, wird auch dieses Minion sterben. Also ein gewisses Risiko besteht da. Und vor allen Dingen, mit der neuen Adapt-Fähigkeit können Minions auch diese Poisonous-Fähigkeit bekommen. Also man hat eine 30-prozentige Chance, dass man das zur Auswahl hat. Und ja, in dem Fall sieht es halt ziemlich schlecht aus für den Swamp King Dread. Ja, aber doch interessante Sache. Und wenn es nicht zu viele Poisonous Minions gibt, dann denke ich, ist das auch eine ganz, ganz gute Sache. Hat auch zum Beispiel den Vorteil, dass ich, wenn der Gegner was spielt und mein Minion killt es und es überlebt das, kann ich nächste Runde dann auch einfach Face gehen. Also ich habe nicht dann in der nächsten Runde ich muss mich nicht entscheiden, töte ich jetzt das Minion oder gehe ich Face. Die Sache ist einfach so, das Minion, was er gespielt hat, habe ich getötet und wenn man es überlebt hat, kann ich trotzdem noch Face gehen. Also das ist auch noch eines der Vorteile. In dem Controlling vom Hunter denke ich, ist das dann ganz gut. Vielleicht sogar in einem Midrange-Deck. Ja, eventuell müsste man mal schauen. Aber ja, das Problem ist halt natürlich, kommt Hunter raus aus der Tiefe, in der es momentan ist. Und Control Hunter ist jetzt eh nicht so das typische. Also hat nie so wirklich geklappt. Dementsprechend ist dann halt die andere Frage, ob wir das Ganze auf der Ladder sehen. Also in dem Control Deck an sich, denke ich, ist das die Karte ganz nett. Und naja. In Arena, denke ich, ist das eigentlich eine ziemlich gute Karte. Also wenn da nicht zu viele, wie gesagt, Poisonous Minions kommen. Ja, allein schon von den Werten ist das ordentlich und ja, dass man den Gegner so unter Druck setzt. Also der kann ja eigentlich nichts spielen, sein Board nicht flotten, um da mich zu kontern oder sowas, sondern man greift halt alles an. Ja, also denke ich schon in der Arena auch eine gute Karte, ja. So, wir kommen jetzt, glaube ich, mittlerweile zur letzten Karte, dann haben wir es geschafft. Das ist die neue Schurken-Legendary-Karte, kostet 4 Mana, heißt Sarrazin Corpse Flower. 5-3 sind die Werte, was natürlich jetzt für 4 Mana nicht überragend ist, vor allen Dingen, weil 3 Angriff nicht besonders gut ist. Aber als Death Rattle heißt es Go Dormant. Weiß ich ehrlich gesagt jetzt die Übersetzung nicht, aber ich weiß, was das macht, kann ich gleich erklären. Play 5 Cards in a turn to revive this Minion. Also, was passiert, wenn dieses Minion stirbt, ist, es ändert sich zu diesem Sarrazin Seed. Und ja, wenn man es dann schafft, in einer Runde 4 Karten zu spielen, dann wird das Minion wiederbelebt und man bekommt wieder diese Karte raus. Also ein 5-3er mit Death Rattle. Also ist quasi eine. Also ich kann nicht sagen, es ist nicht unsterblich, weil man kann es transformieren. Aber so auf herkömmlichen Wege kann man es eigentlich nicht vom Board kriegen. Ja. Wie gut ist das Ganze? Weiß ich noch nicht ganz genau. Hört sich irgendwie ganz geil an, dass man so ein Minion immer wieder beleben kann, mehrfach. Man muss halt aber allerdings auch 4 Karten in einer Runde spielen und das ist auch nicht so einfach. Zum einen muss es Mana-mäßig passen, dass man genug Mana hat und dass man 4 Karten spielen kann. Zum anderen ist auch die Frage, wie oft kann man das machen? Wenn ich 6 Karten habe und ich ziehe eine Karte, dann habe ich 7, kann ich 4 Karten spielen, kriege das Minion wieder, okay. In der nächsten Runde
Ziehe ich dann meine vierte Karte, kann das auch nochmal machen, wenn dann mana-mäßig alles passt und würde den nochmal kriegen und dann stehe ich da und dann habe ich erstmal gar keine Chance mehr, das zu bekommen. Und das ist vielleicht auch noch eine Situation, wo ich sage, ich habe sechs Karten in der Hand, die man vielleicht gar nicht hat, wenn man weniger Karten in der Hand hat. Ja, dann ist es nicht gut. Und die Frage ist ja dann halt auch, macht es dann halt auch Sinn, immer so viel Karten zu spielen? Ist es nicht manchmal so, dass ich dann eine extra Karte spiele, dass ich vielleicht nochmal einen Eviscerate raushaue, nur dann, um dieses Minion dann wieder zu beleben? Weiß ich nicht ganz genau, wie oft man das denn machen kann. Also was halt so, ja, was halt ins Auge springt ist, oder was man denkt, was wir passen würde, wäre natürlich alle Decks, die erstmal generell viel Karten ziehen, sodass ich halt auch mal viel Karten spielen kann. Und ja, da kommt natürlich dann erstmal dann der Miracle Road wieder in den Sinn. Und da passt es eigentlich ganz gut, wenn ich das auf 4 spielen würde. Und spätestens, wenn ich den Gadget Zen habe, da spiele ich halt das Ganze. Oder da kann ich halt relativ viele Karten in einer Runde ziehen. Ich mache mal eine Handvoll und da kann ich gut. Kann es durchaus gut passieren, dass man so 2, 3 Runden hintereinander diese Karte wiederbelebt. Und das ist dann auch eine ganze Menge an Value, was man dann später dann rauskriegt, wenn man dann einmal dafür 4 Mana investiert. An sich ist natürlich in dem Moment erstmal ziemlicher Tempoverlust, meiner Meinung nach. Zumindest auch dann, wenn man nicht gerade die Ballkontrolle hat, weil es einfach viel zu schnell weggetradet wird. Ja, und die Frage ist dann, wann kommt man dann das nächste Mal dazu, dass man 4 Karten dann in einer Runde spielt? Ja, mal abzuwarten. Auch nochmal Stichwort Miracle Rogue. Ich hatte es in einem Video angesprochen. Da werden ein paar Karten rausgehen, die doch sehr wichtig sind. Also Tomb Pillager ist sehr hoher Conceal. Ist auch nicht gerade vielleicht zu unterschätzen. Da ist halt die Frage, wie. Ja. Wie stark ist da die Beeinflussung? Gibt es da nochmal irgendwie ein Comeback? Werden andere Karten hinzugefügt? Naja. Ansonsten kann es natürlich auch immer sein, dass nochmal andere Art von Schurkendeck dann irgendwie hervorkommt, wo auch viele Karten gespielt werden, wo viele Karten gezogen werden, wo dann diese Karte dann ganz gut funktionieren kann. Also finde ich es im Moment sehr schwer einzuschätzen, ob das so eine gute Sache ist oder nicht. Und in welches Deck das einpasst. Also, man kann schon viel Value mit generieren, aber man muss auch sind viele Konditionen, an die das gebunden ist. Man muss das Deck meiner Meinung nach auch ein bisschen dementsprechend anpassen. Das war echt abzuwarten, also da irgendwie zu sagen, ob das spielbar ist oder nicht. Da es wirklich sehr speziell ist, und wir hatten in der Vergangenheit schon sehr viele spezielle Legendaries, die auch gutes Potenzial hatten. Bin ich eher erstmal ein bisschen skeptisch. Aber wie so viele andere auch, denke ich, dass es auf jeden Fall ein gewisses Potenzial hat. Also auch eventuell gespielt wird. In Arena. Oh, das ist natürlich nicht ganz so einfache Frage. 4 Karten spielen in einer Runde. Das klingt nicht ganz so realistisch. Kann durchaus schon mal passieren. Aber man hat ja auch nicht nur günstige Karten in der Hand, man hat ja auch teurere Karten in der Hand und dass man in die Situation kommt, so viele Karten zu spielen, das wird vielleicht eher dann später im Spiel passieren, also zu spät vielleicht schon und dann kann es auch nur einmal, kriegt man vielleicht auch nur einmal hin, weil man einfach nicht so wahnsinnig viel Karten hat. Also bin ich schon eher sehr skeptisch und wie gesagt, das. Es besteht auch ein hohes Risiko, dass wenn man nicht die Wortkontrolle hat oder eine Wortinitiative hat, dass der Gegner die Karte einfach viel zu einfach wegtraden kann. Und für 4 Mana, das kann schon echt wehtun. Dementsprechend ist meiner Meinung nach in Arena eine schlechte Karte. So, wenn jetzt danach nichts mehr kommt und das ist nicht mehr der Fall, dann haben wir es jetzt für heute die 11 Karten durchgesprochen. Ich hoffe, es war einigermaßen verständlich und dass ich auch die eine oder andere gute Information geben konnte und ja, dass ich einen guten Eindruck über die Karten bekommen habe. Ja, ich bin schon gespannt auf das, was uns demnächst dann erwarten wird und das werde ich dann auch demnächst bald dann hier an Ort und Stelle besprechen.